Ort. Oder auch nicht Geister. Der sieht jetzt nicht irgendwie durchsichtig oder so aus. Der andere eben, der war ja so dieses Milchige, so dieses, ja, typische, so stelle ich mir einen Geist vor, so dieses Klischee. Ich habe das Gefühl, hier sind wir falsch. Na toll. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Batterien. Wir hätten echt vorsichtiger sein müssen. Da kommt der Hund wieder. Ich gehe mal irgendwo hin, wohin ich kann. Ich habe keine Ahnung, ob wir von hier gekommen sind. Aber ich glaube ja. Wie kommen wir hier weg? Hallo? Die kleine Xyra möchte vom Friedhof abgeholt werden. Bitte? Hier schleicht doch irgendwo wieder der Hund rum. Verdammt, ich habe keine Ahnung, von wo wir gekommen sind. Da ist auf jeden Fall der Hund. Ich glaube aber, wir sind von da gekommen. Wir müssen hier doch irgendwie wieder wegkommen. Wir können doch hier jetzt nicht unser Leben lang bleiben. Wir werden hier später noch lange genug sein. Das geht doch so nicht. Ja, ich habe mich gerade vor einem Schatten erschreckt. Hund. Es ist auch weniger ein Hund. Habt ihr den Kopf gesehen? Oh oh. Ah! Ja. Hund ist böse. Hier sind anscheinend zwei Hunde. Oder der hat sich geportet. Das kann natürlich auch durchaus sein. Okay. So. Wir sind hier. Jetzt versuche ich auf den Weg zu achten. So, da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Ich versuche das jetzt irgendwie mal mit System zu machen, damit ich nicht so ein Orientierungsproblem habe. Ich vermute mal, ich werde das Problem trotzdem kriegen. Aber vielleicht ja nicht so schnell. Da ist ein Hund. So, ich husche mal daran vorbei. Ich weiß auch nicht, wie groß die Route von den Hunden ist. Also die Laufroute, nicht die Schwanzroute. Die ist mir ja ziemlich egal gerade, muss ich ehrlich gestehen. Ich muss gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll.
muss irgendwo was übersehen haben. Aber ich weiß auch jetzt schon nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen in diese Richtung und von da sind wir gekommen. Aber irgendwie stimmt das nicht. Ah, okay, okay, okay. Hier geht's weiter. Das sind doch bestimmt auch wieder diese Köter. Boah, da kennen wir doch schon, Mensch. Bin gerade ein ganz klein bisschen angespannt, aber wir haben schon wieder nur noch zwei Batterien. Ich möchte das hier gleich nicht nochmal von vorne machen, weil ich einem Hund in die Hände laufe. Vor allem in die Pfoten ist auch irgendwie falsch, in die Fänge lauf. Ja, hier können wir bleiben. Und uns niederlassen. Super Plan. Das war ja jetzt weniger effektiv. Ich glaube, ich habe rechts eben einen Hund gehört. Ich bin mir da nicht sicher. Okay. Warum? Ich vertraue jetzt meinem Instinkt und laufe hier weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, aber irgendwo werden wir schon ankommen. Ich mache mir ein bisschen... Oh Gott, zum Glück. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere Batterien. Wir brauchen ganz dringend neue. Okay, keine Klinke. Hier gibt's nichts. Da gehe ich jetzt einfach von aus. Ich fühle mich super unwohl gerade. Schweißnasse Hände. Dieser dusselige Wald. Und diese dusselige, mickrige Anzahl an Batterien. Na, das sieht ja auch super vertrauenserweckend aus. Und da oben brennt auch noch Licht. Batterien! Gott! Batterien! Batterien? Nee, ein Schlüssel. Axt können wir nicht mitnehmen. Batterien? Keine Batterien. Hier kommen wir gar nicht rein. Es gibt einen Schlüssel, aber keinen Eingang. Ist der Eingang hinten? Eh.
Auch nicht. Dieses Haus hat keinen Eingang. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Es muss ja doch irgendwo einen Eingang geben. Ich weiß nicht, wo wir sonst hin sollen. Da, komm, hier vielleicht. Komm, wir. Ah, okay. Oh Gott, ja, damit soll auch mal jemand rechnen. Oh, Alter. Oh, gespeicherter Spielstand ist ein guter Spielstand. So. Geht gleich weiter. Einmal einen Schluck nehmen. Ansonsten kippe ich hier gleich vom Stuhl. Okay, war mehrere Schlucke. Ich gebe es zu. Aber das Schöne ist ja auch, dass lange Haare fast gar nicht wärmen. Das ist ja im Winter recht praktisch, im Sommer eher. Diese Umgebung macht es nicht besser. Warum sind wir hier? Was hat das hier noch mit dem Landhaus zu tun? Was hat unser Onkel uns da vererbt? Ich denke, der mochte uns. Warum vererbt er uns dann sowas? Da kann man doch nicht von Familienliebe sprechen. Ich wette, der hat nicht nur unseren Vater gehasst, sondern auch uns. Obwohl wir da gar nichts für konnten für den Streit. Wir waren doch noch so klein. Oh, noch mehr Batterien. Oh, ich lebe für Batterien. Können wir damit was machen? Nö, die sehen so weiß aus, deswegen. Aber nix. Jetzt finden wir auch Streichhölzer, aber keine Kerzen oder irgendwas, was man anzünden kann. Ist natürlich auch super. Kann man nix machen. Na, achso, ich dachte eben, das wäre so ein Rad. Nö. Auch keine Batterien, einfach mal nix. Ein Schlüssel. Schlüssel ist auch gut. Okay, hier können wir nicht mehr aufmachen. Und wir müssen gleich Batterien wechseln. Ich zögere das so lange raus, wie geht. Ah, hier brauchten wir einen Schlüssel. So, es sieht hier super freundlich aus, also. Das sieht aus wie solche typische Film-Nervenheilanstalt. Also so aus den Filmen, die denn so, ne, noch zu richtig böser Zeit spielen. So mit Elektroschocktherapie und so. Yep. Definitiv. Gott, hier will ich raus. Sowas finde ich schlimm. Sowas finde ich ganz schrecklich. Aber das meiste, das scheinen hier eigentlich Patientenzimmer zu sein. Also, Patientenzimmer. Hier waren wir drin, ne? Ja. So. Ich muss mir mal eine Seite aussuchen, wo ich immer zuerst längs gehe. Also entweder rechts oder links. Sonst komme ich irgendwann durcheinander. Wenn ich das immer wechsle, mal zuerst rechts, mal zuerst links, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht.
Aber das meiste hier ist tatsächlich Batterieverschwendung. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viele gefunden haben. So. Ja, wir sind gegen die Dose getreten. Sowas kommt vor. Okay, ich glaube, hier in diesen Zimmern brauche ich mich gar nicht weiter umgucken. Ich glaube, da gibt es nichts. Na, Tür auf. Okay, auch wieder nur Patientenzimmer. Da gibt es also nichts in diesen Zimmern. Die sind einfach nur dafür da, dass man sein. Einfach nur dafür da, dass man seine Batterien verschwendet. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich weiß ja schon, was passiert, aber es ist trotzdem so. Ich gehe da gleich hoch. Ich will aber auch erstmal noch hier überall reingucken. Batterien irgendwo im Waschbecken vielleicht? Batterien? Batterien? Können wir da reingucken? Nö. Ist auch, glaube ich, besser so. Okay, hier gibt es auch nichts. Von hier kommen wir. Gut. Da kommen wir nicht durch. Wo ist denn jetzt unsere Treppe nach oben? Nu habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Wir kicken die Dose durch die Wand. Wir haben so kräftige Beine. Checkpoint. Checkpoint ist, hat was Gutes, bedeutet aber häufig Schlechtes. What the fuck? Was war das? War das wieder der Hund? Weil da wieder diese Kratzer über na, dem Game Over sind halt. Über dem Bildschirm. Whatever.